deine Freunde noch leben? Erinnerst du dich an alle, die bereits gestorben sind? Weißt du noch, was ihre letzten Worte waren? Wartet auf mich! Ich bin sofort wieder da! Nur noch diesen Gang entlang. Hoffentlich finde ich den Kristall da auch. Ich bin für alle die letzte Hoffnung. Gut gemacht, Nocht. Bitte gib mir Kraft für den Kampf. Was? Der König des Lichts. Du kannst ihn tatsächlich berühren. Es war einmal vor langer Zeit eine Welt, die von einer unheilbaren Plage heimgesucht wurde. Ein kleines Mitbringsel des Meteors. Dunkle Parasiten befielen Eos und verwandelten ihre Wirte in seelenlose Monster. In Lucis lebte ein Mann, der die Kranken heilen konnte. Er bewahrte sie vor ihrem Schicksal, indem er Scharen von Parasiten in seinen eigenen Körper aufnahm. Doch ein missgünstiger König, selbst noch nicht erwählt, fürchtete sich vor der Selbstlosigkeit des Mannes und ließ ihn töten. Er denunzierte ihn als Monster. Ich heiße tatsächlich Arden. Allerdings nur in Kurzform. Den Nachnamen habe ich ausgelassen. Arden Lucis Kylum. Mein Name. Von wem war nochmal der Name zu? Dich als Sterblichen zu töten bringt mir gar nichts. Werde eins mit dem Kristall. Werde zum König des Lichts. Dann werde ich dich, den Kristall und die Kraft, zusammen vernichten und endlich meine lang ersehnte Rache nehmen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich amüsiere mich hier, bis du zurückkommst.
des Kristalls. Dort, wo die Seele des Planeten ruht. Dieser heilige Ort birgt die Kraft, die der erwählte König braucht, um seine Bestimmung zu erfüllen. Thank you.
Umbra. Sie warten in Hammerhead? Auf mich? Wie viel Zeit mag wohl vergangen sein? Niemand zu sehen. Sicher. Jetzt sind sie sogar in den Stein.
Yeah.
Was hast du, Umbra? Da kommt was. Ein Auto? Majestät? Ja? Ich bin's. Talcott. Talcott Hester. Der Enkel von Jared. Talcott? Genau. Das kann nicht sein. Doch. Willkommen zurück, König Noctis. Ja. Doch. Ist er. Wie? Einen Moment. Majestät? Er möchte mit euch sprechen. Das hat Zeit, bis wir uns sehen. Er meint, das hat Zeit. Okay, verstanden. Bis dann. Ich bin so froh, dass ihr zurück seid, euer Majestät. Lasst die Förmlichkeiten. Wir sind doch Freunde. Stimmt. Auch wenn wir uns 10 Jahre nicht gesehen haben. 10 Jahre? Die anderen können es sicher auch gar nicht glauben. Wo sind eigentlich alle? Normalerweise in Lestallo. Aber hin und wieder auch in Hammerhead. Ach. Ja. Schließlich ist die Werkstatt immer noch dort. Manchmal geben sie Sydney Geleitschutz oder bringen ihr Ersatzteile. Sowas halt. Verstehe. Ach, übrigens sind heute alle in der Nähe von Hammerhead. Darum treffen wir uns dort mit ihnen. An dem Tag, als du verschwunden bist, ist die ewige Nacht über Eos eingebrochen. Dank des Meteors gibt es in Lestallum noch Licht. Alle Menschen drängen sich dort auf engstem Raum. Und andere Orte? Die sind so oft von Sichern angegriffen worden, bis irgendwann nichts als Trümmer übrig war. Eigentlich wird selbst Hammerhead mittlerweile kaum noch als Werkstatt genutzt. Es ist eher zum Stützpunkt für Jäger geworden. Im Grunde ein Wunder, dass dort überhaupt noch Betrieb herrscht. Alle anderen Läden haben dicht gemacht. Ist Sid noch am Leben? Ja, keine Sorge. Aber er ist noch mürrischer als früher, weil er in letzter Zeit ziemlich oft krank ist. Ich glaube, er hat den Umzug nach Lestallum nicht verkraftet. Die Leute wollten zwar, dass er die Werkstatt ebenfalls verlegt, aber Sid hat einen riesen Fass aufgemacht. Meinte, dass es keine gewöhnliche Werkstatt sei und es in Lestallum nicht dasselbe wäre. Ja, das klingt ganz nach ihm. Zum Glück kommt Sidney nach ihrem Opa. Sie hat sich bereit erklärt, die Werkstatt weiterzuführen. Und Sid... Tja, dessen einzige Freude ist mittlerweile das gute Essen, das Ignis ihm manchmal vorbeibringt. Dass die Sicher auf einmal überall waren, hat natürlich zahlreiche Opfer gefordert. General Kor und Iris leiten daher die Organisation von koordinierten Jagdoperationen. Gladio, Ignis und Prompto helfen allen, wo sie nur können. Prompto ist meistens mit der Verteidigung von Hammerhead beschäftigt. Leider hat Sidney so viel zu tun, dass sie kaum Zeit für ihn hat. Und Ignis? Der kämpft auch mit. Anfangs wollten ihn die anderen davon abhalten. Dann haben sie allerdings eingesehen, dass bei der Dunkelheit eh niemand was sehen kann. Er ist immer noch blind.
Ja, leider. Aber er kommt sehr gut alleine klar. Keine Sorge. Weißt du, Gladio, Prompto und Ignis sind normalerweise überhaupt nicht mehr zusammen zu sehen. Sie kämpfen alle an eigenen Fronten. Aber hin und wieder arbeiten sie auch zusammen. Ach so. Noctis, wir sind da. Die anderen können es sicher kaum erwarten. Ach so, ich bleib übrigens auch noch etwas hier. Sag einfach Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Okay? Na? Was heißt hier na? Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Noct, bist du es wirklich? Oh Mann! Natürlich, wer denn sonst? Nett, dass du auch mal aufkreuzt. Ging nicht schneller. Es gibt viel zu bereden. Gehen wir rein. Irgendwas für dich dabei? Besten Dank auch. Doch schon. Thank you.
Die Firma dankt. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Auch ehemalige Imperiale sind nun auf unserer Seite. Sie waren früher wohl als Söldner beschäftigt. Aranea? Oh, du kennst sie also. Sie und ihre Leute haben's echt drauf. Darum hat General Kor sie angeworben. Aranea, Bix und Betch führen mittlerweile jeweils große Jagdtrupps an, auf die Leute sich verlassen. Ein Glück. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Was das Imperium angeht. Ja? Nachdem Gladio und die anderen vom Tod des Kaisers und des Oberkommandanten berichtet haben, ist Niflheim endgültig in sich zusammengestürzt. Mhm. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Der Kanzler ist abgetaucht, wurde aber in Insomnia gesichtet. Ignis hat diese Meldung keine Ruhe gelassen. Vielleicht hat Aden was mit dem Königshaus zu tun, meinte er. Jedenfalls wollte Ignis mehr über den Kanzler herausfinden. Und ich bin mit ihm die alten Königsgräber untersuchen gegangen. Hey, freiwillig? Zum Glück bin ich sehr an Geschichte interessiert. Und wir haben etwas Seltsames entdeckt. Hm? Wir sind in alten Schriften auf einen vertrauten Namen gestoßen. Aden Isunia. So hieß wohl ein Mann, der vor vielen Jahrhunderten die ersten Opfer der Sicher gerettet hat. Bis er irgendwann selbst als Sicher bezichtigt und verfolgt wurde. Dabei war er allem Anschein nach tatsächlich nur ein Mensch. Hm. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Auch über die Sicher haben wir etwas mehr herausfinden können. Ja? Ich habe mich ja schon immer gefragt, wo diese Wesen überhaupt hergekommen sind. Sie waren alle einmal normale Menschen. Es war eine Art Seuche, die sie zu Kreaturen der Dunkelheit machte. Daher stammte wohl auch der Begriff Sicher. Doch die Krankheit galt als unheilbar. Darum wurden die Opfer getötet. Verstehe. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Sogar Akkordo ist von den Siechern überrannt worden. Deshalb sind die meisten Bewohner nach Luzis geflüchtet. Allerdings sieht die Lage hier auch nicht besonders rosig aus. Selbst die Königsstädter waren zur Flucht gezwungen. Nachdem das Imperium die Kontrolle über die Stadt verloren hatte, wurde sie ständig von Siechern angegriffen. Iris und General Kor haben Insomnia evakuiert. Jetzt sind dort sicher nur noch Kreaturen der Finsternis. Unsere geliebte Heimat für immer verloren. Keine Sorge. Hä? Wieso? Weil der König zurückgekehrt ist. Wie versprochen. Daran erinnerst du dich noch? Klar. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Noctis? Erinnerst du dich noch an meinen Großvater? Ja. Ich hatte damals nicht den Mut, es euch zu sagen. Es war meine Schuld, dass er umgebracht wurde. In Lestallum hatte mich ein Mann aus Niflheim gefragt, ob ich aus Insomnia stammen würde. Er hat mich gefragt, ob ich alleine gekommen bin, wer meine Familie ist und was wir hier machen. Dann hat er sich beeindruckt gezeigt, dass mein Großvater in so einem großen Haus wie dem der Amicitias arbeitet. Und gefragt, ob wir vielleicht sogar mit dem Königshaus verbunden seien. Wie toll das doch wäre. Und ich habe ehrlich geantwortet. Kurz darauf ist der Kerl dann im Hotel aufgekreuzt. Talcott. Aber Großvater, er hat wirklich dicht gehalten und dich in keinster Weise verraten. Hör mal. Ja? Du konntest nichts dafür. Jetzt, wo du alt genug bist, weißt du das sicher selbst. Nicht wahr? Mhm. Ich weiß, wie schwer es ist, jemanden zu verlieren. Und ich kenne die Schuldgefühle, die einem das Weiterleben noch schmerzhafter machen. Vielen Dank, dass du mir das erzählt hast. Sowas kostet viel Überwindung. Aber vergiss nie, du bist der Letzte, der Schuld am Tod deines Großvaters hätte. Jared wäre derselben Meinung. Oder zweifelst du etwa am Urteil von König Noctis? Nein. Verstanden. Vielen Dank.
Hoffentlich passiert euch nichts. Seid vorsichtig.